Hallo, ich bin Oliver Schaffer, ich bin Playmobil-Sammler und Markenbotschafter und ich bin jetzt hier für 10 Tage im Neandertal-Museum und baue die neue Ausstellung Archäologische Weltreise mit Playmobil auf. Wir haben uns hier im Neandertal für 11 tolle Themen entschieden. Und zwar geht es hier natürlich los in der Steinzeit und dann begeben wir uns auf eine Reise um die Welt. Wir gehen, ich muss kurz selber überlegen, zu den Indianern, zu den Eskimos, wir gehen zu den Mayas, wir stehen hier gerade vor einem indischen Tempel. Das heißt, man kann quasi innerhalb eines Tages die ganze Welt bereisen. Ja, alles angefangen hat bei mir natürlich alles in der Kindheit. Da habe ich, als ich 3 Jahre alt war, zum ersten Mal Playmobil geschenkt bekommen. Und ich war als Kind ganz großer Zirkusfan. Da habe ich dann nämlich meinen Zirkus Oliver gegründet und habe dann Zirkusvorstellungen in meinem Playmobil-Zirkus gegeben. Dann gab es eine 10-jährige Playmobil-Pause, wo ich mich gar nicht mit Playmobil beschäftigt habe. Und dann wurde ich zum 30-jährigen Jubiläum ins Historische Museum in Speyer eingeladen. Da gab es nämlich eine große Playmobil-Sonderausstellung. Und wie es der Zufall so wollte, hatte Playmobil tatsächlich meinen Brief aus meiner Kindheit noch im Firmenarchiv und hat mich dann gefragt, ob ich nicht meinen Zirkus Oliver da zeigen will. Zirkus spielt jetzt hier leider im Neandertal-Museum oder Gott sei Dank keine Rolle mehr. Mittlerweile habe ich von diesen großen IKEA-Boxen 600 Stück, also die größte Playmobil-Schausammlung der Welt. Und hier im Neandertal baue ich jetzt gerade meine 46. Ausstellung auf. Das heißt, über 5 Millionen Besucher haben jetzt schon meine Sammlung gesehen. Alles hat ja angefangen bei mir mit dem Zirkus, deswegen sind natürlich Playmobil-Clowns meine Lieblingsfiguren. Da gibt es mittlerweile, ich glaube, 100 Stück, also 100 verschiedene seit 1974. Und normalerweise verändere ich Figuren nicht so sehr, aber bei Clowns, da mache ich dann mal aus einem Seemann und einem Clown eine ganz neue Figurenkreation und das macht mir dann besonders Spaß. Also mittlerweile mache ich ja so teilweise 8 Ausstellungen in ganz Deutschland im Jahr. Wenn jemand schon mal bei einer Ausstellung war von mir, kann er trotzdem wiederkommen, denn diese Ausstellung, so wie sie hier zu sehen sein wird, war so vorher noch nirgends zu sehen. Das heißt, man kann hier neue Themen und neue Landschaften entdecken und ich glaube, auch ein 2. und 3. Besuch lohnt sich, denn das ist eine Ausstellung für die ganze Familie. Man kann tausende Details entdecken und ich verspreche, dass alle zwischen 1 und 111 auf ihre Kosten kommen werden.